Wirtschaft TV, der Podcast. Mit Informationen aus erster Hand von Wirtschaftslenkern, Top-Experten und Politikentscheidern. Vor allen Dingen der Verfall der US-amerikanischen Technologiewerte hat an den Börsen für äußerst großes Aufsehen gesorgt. Der Nasdaq 100 schon seit Tagen und Wochen ordentlich unter Druck. Ja, da wurden bei Zeiten Billionen an Dollars an Marktkapitalisierung verloren, ob bei Amazon, bei Apple gar oder bei Netflix. Also auch Apple lange nicht mehr das wertvollste Unternehmen der Welt. Da hat mittlerweile Saudi Aramco den ersten Platz erreicht. Also jede Menge Gesprächsstoff hier bei Wirtschaft TV, um halt eben ganz klar mal zu schauen, wie sich die Trader jetzt verhalten sollten. Und dementsprechend heute mit dem Boot, mit an meiner Seite Mario Lüdemann von Lüdemann Invest. Ja, Herr Lüdemann, schwierige Situation momentan. Wie sollen sich die Trader, wie können sich die Trader bei dieser Gemengelage denn überhaupt verhalten? Ich denke, als Trader ist es ganz wichtig, jetzt wirklich jeden Tag auf den Markt zu schauen und eher auf der Short-Seite positioniert zu sein, anstatt auf der Long-Seite, weil es spricht einfach vieles dafür, dass wir auch in den kommenden Tagen und Wochen eher noch weiter fallende Kurse sehen. Wir haben ja nach wie vor die alten Baustellen, sage ich mal, der Ukraine-Krieg auf der einen Seite, abgekühlte Konjunktur in China kommt noch mit on the top, Inflation an den Märkten. Wie kann ich mich denn da überhaupt als Trader nach unten absichern? Ja, also ich würde ganz klar Short-Positionen in den verschiedenen Märkten eingehen, entweder im Index oder so wie ich das mache, ausschließlich in Aktien, weil dort können wir einfach die schnellste Bewegung bekommen. Gerade im Technologiebereich, wir haben ja gerade schon gehört, gerade so Aktien wie Amazon, Apple, Google, die sind alle unter die Räder gekommen und da macht Short Trading einfach extrem viel Sinn momentan. Macht es denn nicht nur Sinn, sondern auch Spaß? Kann ich da tatsächlich mit einer ruhigen Hand Geld verdienen? Also wenn man kein schlechtes Gewissen dabei hat beim Shorten, sondern das einfach als Beruf sieht, wie ich das seit 25 Jahren mache, dann ist das was vollkommen Normales, sowohl auf steigende Kurse eben als auch auf fallende Kurse zu setzen. Und ja, es macht natürlich Spaß, dann zu sehen, was da passiert. Als Trader, als Investor natürlich nicht, ganz klar, aber als Trader ist es natürlich die beste Zeit, es gibt. Gut, für den Trader ist natürlich das Tagesgeschäft wichtig. Der Investor schaut ja langfristig nach vorne. Aber wenn Sie jetzt mal in die Rolle des Investors schlüpfen würden, wäre da nicht aktuell die Zeit wieder zuzukaufen, weil halt eben die gerade angesprochenen Big Techs ja enorm günstig geworden sind? Also ich mache das tatsächlich auch. Also wir sind schon seit 2 Wochen dabei, immer wieder interessante Titel mit aufzunehmen, mit einem langfristigen Horizont von 2 bis 4 Jahren. Bei einigen Titeln, denke ich, kann man auch noch warten, wie bei Apple beispielsweise. Also ich denke, da geht noch eine ganze Menge. Aber andere Titel wie beispielsweise Netflix, die schon 70% verloren haben, da macht es auf jeden Fall Sinn, sich so langsam rein zu skalieren. Das heißt also hier, wenn dann in kleinen Tranchen einsteigen. Genau, das macht am Ende des Tages wirklich Sinn. Ich würde hier nie einfach blind reingehen, sondern einfach abwarten und sagen, okay, ich gehe jetzt rein und dann vielleicht noch 2, 3 weitere Käufe auf dem Weg nach unten. Das ist immer so die Gretchenfrage, die Orakelfrage. Ist der Boden schon erreicht oder könnte es noch mal weiter runtergehen, Herr Lüdemann? Also jetzt, wie es aussieht, also gerade auch so, wenn man sich den heutigen Tag anschaut, glaube ich, dass wir noch weiter fallende Kurse sehen werden. Deutschland ist ja relativ stabil gegenüber dem US-Markt, gerade wenn man sich die Nasdaq anschaut. Ich denke, wir sehen schon noch tiefere Kurse. Spannend wird das nochmal werden, wenn wir tatsächlich den Öl- oder Gasboykott bekommen, weil dann, glaube ich, haben wir nochmal gute Chancen, 10-15% auch tiefere Kurse zu sehen. Ich bin ja etwas überrascht. Normalerweise bei so vielen geopolitischen Problemen, die wir haben, sollte man doch meinen, dass die sicheren Häfen, sprich Gold, sprich Anleihen oder vermeintlich vielleicht auch der Kryptomarkt mehr gesucht wird. Aber Gold, naja, eher bei 18 als bei 1900, der Bitcoin unter 30.000, Anleihen sind auch nicht so wahnsinnig sexy. Naja, was habe ich denn da? Soll ich Währungen nehmen, um hier halt eben mit zu spekulieren? Also ich habe tatsächlich im letzten Jahr angefangen, den Dollar zu kaufen, weil aufgrund der Zinsdifferenz zwischen den USA und Europa, in den USA Zinsanhebungen sind da, in Europa wird es erst noch kommen. Das merkt man schon, wir haben über 10% an Währungsgewinnen mitnehmen können und am Ende des Tages macht es auch Sinn, im Bund Future einfach short zu gehen, also nicht auf steigende Zinsen zu wetten, indem man sagt, naja, ich kaufe Anleihen, sondern ich verkaufe eigentlich Anleihen, weil dann kann ich hier langfristig auch richtig noch Gewinne mitnehmen. Und wie sieht es da mit anderen Währungen aus? Es waren doch mal die schwedischen Kronen im Gespräch als sicherer Hafen. Soll man da tatsächlich einsteigen aktuell? Meine, bald werden wir ja Euro-US-Dollar Parität bekommen. Ja, ich denke, das ist auch nur noch eine Frage von Wochen anstatt von Monaten. Parallel habe ich tatsächlich noch den Schweizer Franken im Blick und auch die norwegische Krone. Aber auch da, denke ich, sollte man eigentlich schon positioniert sein und nicht jetzt erst anfangen, wo der Markt doch schon so stark ins Rutschen gekommen ist.
Jetzt haben wir ja nun Volatilitäten, der VIX, Volatilitätsindex, der geht ja mal rauf und mal runter, aktuell sogar ein bisschen bedrohlich über 31, 31,5 liegt er aktuell und da sagen normalerweise die großen Investoren, also bei 30 ist Schluss, da gehen wir nicht mehr in den Markt hinein, aber diese Schwankungsanfälligkeiten, die werden uns ja erhalten bleiben in den nächsten Tagen und Wochen wahrscheinlich. Der Krieg scheint nicht so schnell zu Ende zu sein, die Pandemie in China läuft auf Hochtouren, Thema Energiepreise und Kosten laufen nach vorne, Inflation haben sie angesprochen, 7,5% mittlerweile Deutschland und im Euroraum. Ja, wie kann ich denn da überhaupt als Anleger noch einigermaßen vernünftig agieren? Was wäre jetzt Ihre Strategie bei Lüdemann Investment? Also ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass es immer noch Sinn macht, in Währungen wie den Dollar zu gehen, anstatt im Euro zu bleiben, weil hier schaffen wir auf jeden Fall weiterhin, dass wir Rendite erzielen können, weiterhin tatsächlich auf steigende Zinsen innerhalb Europas zu setzen, was ich vorhin auch schon sagte. Der Bund Future bietet sich da einfach extremst gut an. Auch der Bereich von Rüstung und Energie sieht man, funktioniert sehr gut. Also auch da kann man gut auf Aktien im Moment setzen. Und ansonsten verfolge ich einfach noch einen statischen Ansatz. Das heißt, ich gehe kontinuierlich, wenn die Märkte fallen, rein mit kleinen Positionen, um langfristig da was aufzubauen, damit man in den nächsten 2-3 Jahren wieder sagen kann, okay, super günstig eingekauft. Ist denn zum Abschluss gefragt, Mario Lüdemann auch ein Fan oder ein Freund von Dividendenaktien? Tatsächlich, ich persönlich gar nicht. Also wir haben zwar ein Dividendendepot, das meine Frau führt, aber ich selber mache das nicht, weil ich kann solche Phasen wie jetzt nicht wirklich gut aushalten, wenn ich dann sehe, ich bin in solchen Titeln drin, die auch unter Druck kommen. Ich nutze das lieber als Trader, diese Phasen, um auf Short zu gehen. Muss ich natürlich direkt nochmal nachhaken. Ja, ist denn eine Frau Lüdemann etwas weiter nach vorne denkend, während der Herr Lüdemann dann eher im Tagesgeschäft unterwegs ist? Ja, so ist es tatsächlich. Meine Frau denkt sehr viel langfristig auf 10 und 20 Jahre. Und das ist auch sehr gut so, weil das ist, dafür sind Dividendentitel auch gedacht. Mein Ansatz gerade im Dividendenbereich ist tatsächlich, dass ich schaue, okay, welche Titel sind stark, kommen unter Druck, wo kann ich die dann günstig einkaufen, aber weniger wegen der Dividende, sondern eher, weil ich den Kurs einfach günstig einkaufen kann. Also im Hause Lüdemann ist auf jeden Fall die Waage immer ausgeglichen, muss man sagen. Herzlichen Dank an Mario Lüdemann von Lüdemann Investments. Ja, Sie haben gehört, auf der einen Seite das Daytrader-Geschäft, auf der anderen Seite das Langfristgeschäft. Ja, es darf dann auch an der Börse, weil die Instrumente gibt es ja letztlich auch mal geschortet werden. Das war Mick Knauf für Wirtschaft TV aus der Frankfurter Börse. Musik.